Jetzt sind wir bei Beurer. Beurer ist schon mehrfach als innovativste Marke vom Plus X Award ausgezeichnet worden und das aus gutem Grund. Denn bei Beurer macht man nicht nur hervorragende Produkte, sondern man macht auch Forschung. Sie haben geforscht zum Thema Schlafen. Genau, das ist richtig. Wir haben im vergangenen Jahr eine Studie ins Leben gerufen oder beauftragt und wollten wissen, wie schläft eigentlich Deutschland. Und haben dort zusammen mit Dr. Feld, der ist Schlafmediziner, und einem Professor Young zusammengearbeitet, die auch die Autoren des Buches sind, und haben das ganze Thema deutschlandweit erforscht mit knapp 4000 Personen, die befragt wurden. Und die Erkenntnisse, die daraus kamen, ist zum Beispiel, in Norddeutschland schläft man besser als in Süddeutschland, ist zum Beispiel ein Ergebnis. Oder am schlechtesten schlafen berufstätige Mütter, also in Vollzeitbeschäftigung, und Manager, da dort einfach der Druck oder das Pensum, das am Tag bewältigt werden muss, wesentlich höher ist. Oder beispielsweise in Hamburg schlafen die Personen am liebsten nackt und in Bayern schnarchen die meisten. Also wir haben wirklich Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern, aber auch wirklich in den gesellschaftlichen oder Gesellschaftsschichten. Wenn ich das jetzt weiß und das ändern möchte, dann mache ich das wahrscheinlich am besten mit vielen miteinander vernetzten Geräten. Und wie behalte ich da den Überblick? Genau, am einfachsten oder beziehungsweise der erste Schritt ist eigentlich, dass Sie Ihren Schlaf kennen. Also ganz wichtig dieser Studie war ein Punkt, und zwar wir haben das subjektive Empfinden, die Fragestellung mit einer objektiven Messung noch untermauert und haben festgestellt, dass die subjektive Schlafempfindung sich unterscheidet von der objektiven Messung. Das heißt, ich denke, ich schlafe wesentlich mehr, als ich tatsächlich mache. Das heißt, um natürlich was ändern zu wollen oder zu können, muss ich erstmal ein bisschen was über meinen Schlaf wissen. Und dafür brauche ich dann Sensorik. Genau, wir haben zum Beispiel den SE80, das ist ein Schlafsensor, entwickelt, der unter die Matratze geschoben wird und der das Schlafverhalten oder den Schlaf nachts analysiert. Der mir am nächsten Morgen zum Beispiel zeigt, ich hatte so und so viele Tiefschlafphasen, ich hatte sehr viele Wachphasen, ich hatte Atemaussetzer, also wirklich Daten rund um das Thema Schlafen. Und wenn ich das natürlich sehe oder weiß, dann kann ich natürlich im nächsten Schritt dagegen angehen. Das ist so das kleine Schlaflabor für zu Hause. Und solche Fakten wie auch andere, die werden dann in einer App visualisiert. Genau, die Daten werden dann an die App übertragen. So habe ich am Morgen dann wirklich eine komplette Übersicht über meine komplette Nacht. Also wie war mein Schlaf in der Nacht, und kann das dementsprechend natürlich ändern und dann natürlich auch langfristig kontrollieren. Und das gilt auch für andere Faktoren, Blutdruck und ähnliches, Gewicht? Genau, also wir haben im Sortiment oder mittlerweile über 10 Apps in unserem Sortiment, also die mit verschiedenen Produkten kommunizieren. Eine große App ist unser Health Manager. Im Health Manager werden Gesundheitsdaten von unseren Blutdruckmessgeräten, Blutzuckermessgeräten, Aktivitätssensoren, aber auch Gewichtsdaten übertragen, um wirklich eine komplette Gesundheitskontrolle zu haben und eine Übersicht über meine Gesundheitswerte. Der merkt, dass es mir schlecht geht, bevor ich das merke. Genau, also zum Beispiel Blutdruck, wenn ich Bluthochdruck habe, dann merke ich das natürlich nicht wirklich. Wenn ich aber regelmäßig messe, dann merke ich vielleicht eine Tendenz oder auch eine Entwicklung. Und genauso mit den Gewichtsdaten letztendlich. Dankeschön. Gerne.